Ciao Harald, ich antworte dir mit einem Video. Also, Harald fragt, warum sagt man da Roma und nicht die Roma? Aber wir sagen beide Formen. Dies ist ein Fehler, das viele Studenten machen. So will ich einen Video machen. Es hängt von dem Verb, das die Präposition vorangeht. Zum Beispiel, io sono di Roma, aber io vengo da Roma. Es hängt von diesem Verb. Sono di Vengo da. Wir haben zwei Möglichkeiten, um ich komme aus zu übersetzen. Sono di Roma, vengo da Roma. Sono di Roma, vengo da Roma. Noch ein Beispiel. Ich komme aus Berlin ist Io vengo da Berlino oder Io sono di Berlino. Das hat die gleiche Bedeutung. Aber beachte hier, mit einem Staat fügt man den Artikel hinzu. Zum Beispiel, ich komme aus Deutschland ist nicht io vengo da Germania, das ist falsch. Io vengo dalla Germania oder io sono della Germania. Es ist ein io sono della Germania ist korrekt, aber ein bisschen komisch. Es wird weniger verwendet. Okay? Das ist die Regel. Sono di, vengo da. Du musst das lernen. Sono di, vengo da. Sono di, vengo da. Und beide bedeuten, ich komme aus.